Es ist nicht einfach nur ein Haus, das hier 80 Meter hoch über Erlangen in den Himmel ragt. Es ist Bayerns größtes Wohnhaus, der Lange Johann. 24.000 Quadratmeter, 27 Stockwerke, 384 Wohnungen. Hinter jedem Fenster ein Leben. Über 500 Menschen in einem Haus. Eine Wohnutopie der 70er Jahre. Wie lebt es sich in Bayerns berühmtesten Wolkenkratzer? Zum Beispiel ganz unten, in Wohnung Nummer 1. Scheint gerade keiner da zu sein. Sie wohnen hier? Ja. Und wie ist es hier zu wohnen? Ganz gut eigentlich. Eher wie so ein großes altes Hotel, wenn ich das so sagen kann. Relativ anonym. Also man hat wenig Kontakt zu den Mitbewohnern. Man sieht eigentlich immer so dieselben. Mit manchen unterhält man sich halt mal, mit manchen nicht. Der Vibe ist gut. Also ich fühle mich wohl. Keine Ahnung, es ist relativ zentral. Aber dennoch irgendwie abgeschottet. Und ich wohne im 16. Stock, von daher, ich liebe es hier. So you have apartment number one? Yeah, I do have apartment number one. Do you like it? Yeah, it's good here. Er wohnt in Wohnung Nummer 1, studiert Elektromobilität und findet es gut, dass er nicht auf den Lift angewiesen ist. Außerdem hat er direkten Zugang zur Grünfläche hinterm Haus. Okay, good. Thank you very much. Bye-bye. Have a good day. Also das ist doch ein Schiff. Grüß Gott. Sie wohnen hier? Ja. Ach, ich finde es hier einfach toll. Ja. Es ist ein sehr angenehmes Klima im Haus. Also es ist sehr, sehr freundlich. Man geht sich nicht auf die Pelle, man ist nicht allein, aber man hat auch seine Ruhe. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Nachbarn auch an, aber ich habe da Glück. Als ich nach Erlangen kam, bin hier rein, dann habe ich diesen Flur gesehen mit diesen Briefkästen fluchten. Da hat so was Schönes. Wirklich? Ja. Warum? Ja, das ist groß, aber nicht verwirrend. Und die großzügigen Flure, und wenn man das alles so sieht, es ist so, ja, es ist noch zu einer Zeit gebaut, wo man halt einfach sich was gegönnt hat. Im Erlanger Stadtarchiv findet sich noch ein Original-Werbeprospekt. Eine Stadt im Haus sollte es werden, mit Party in 80 Meter Höhe. Inklusive Tennisplatz, Schwimmhalle, Sauna, Supermarkt und Gaststätte mit Kegelbahn. Erlangen soll sich verwandeln in eine moderne Metropole. Die Baugenehmigung mitten im Wasserschutzgebiet wird erteilt und der Gigant mit der Adresse St. Johann 6 von den Erlangern 1973 Langer Johann getauft. Es gibt Wohnungen in allen Größen und etliche Gewerbeeinheiten. 18 Jahre lang hat Peter Weyerich hier gewohnt, schon als Student in einer WG in den 80ern, in einer der luxuriösesten Wohnungen im Dachgeschoss mit großer Terrasse. Er will uns eine von ihnen zeigen. Und früher hing da ums Eck noch so eine Anschlagtafel, da konnte man dann die Tennisstunden buchen, den Tennisplatz. Ja, also hat man dann so einen Schlüssel gehabt für so ein Schließfach. Und wenn man dieses Tennisticket gelöst hatte für 50 Mark für die Saison oder so, konnte man dann den Tennisplatz belegen. Jetzt drücken wir mal hier nach oben. Es gibt Aufzüge für die oberen Etagen und für die unteren. Und wir fahren jetzt in den 21. Hi! Das ist gar nicht klar. Nee, die ist ja total fertig. Nia ist eine Freundin von Peters Tochter, die bis vor kurzem hier auch noch im Johann gewohnt hat, wie ihr Vater in einer WG. Wir drehen gerade über den Langen Johann. Ein Porträt, hallo. Wohnst du auch hier? Ja, ich wohne hier. In welchem Stock? Ganz oben. Dürfen wir da hin? Ich bin gerade auf dem Weg runter. Was wollt ihr denn da filmen? Wir wollen einfach den mal sehen. Ja, okay, ihr könnt ihn sehen. Die ist nicht aufgeräumt. Ich bin gerade alleine da, aber ihr könnt auf jeden Fall mit hochkommen. Okay. Echt cool. Dann machen wir das. Ja, jetzt habt ihr Glück gehabt. Ich wäre nämlich jetzt 5 Minuten später nicht mehr weg gewesen. Dann brauchen wir Aufzugchip. Also man braucht einen Chip, um hochzukommen. Ja, genau. Nur mit Chip gelangt man in die höchste Wohnung.
geplant als großzügiges Penthouse. Jetzt eine 7er WG auf 200 Quadratmetern. Halt, geht jemand da durch? Ja, genau. Cool, also er scheint sich ja auszukennen. Ja. Wow. Ja, es sieht hier ziemlich aus, weil es immer total windig ist. Ja, aber trotzdem bin ich hier schon auch öfter draußen und schaue mir die Aussicht an, weil es echt schön ist. Und man ist halt trotzdem überall Menschen, das ist schon echt sehr toll. Und in der Richtung ist dann Nürnberg, man sieht den Fernsehturm. Man sieht sogar den Quelleturm, sieht man sogar auch. Sogar ja, ich wollte schon öfter umziehen, aber habe mich dann im Endeffekt doch irgendwie dagegen entschieden, weil es halt schon was Besonderes ist, hier zu wohnen. Also wir sagen schon, dass es so ein Dorf ist auf wenigen Quadratmetern. Einige Freunde von mir wohnen auch hier in dem Gebäude. Im 2. Stock wohnt jemand, im 16., im 6., im 21. und im 19. Und ich habe mich tatsächlich auch mit der Nachbarin hier unten angefreundet, wo du gewohnt hast. Ja, das genau. Ist deine Wohnung, ja. Oder? Ja. Genau, ja. Wir waren auch so eine bunt gemischte WG, Mediziner, Juristen unter uns. Es waren vor allem Elektrotechniker. Und im 21. Stock hat eine gewohnt, die hat einen, den Theologen, der bei uns gewohnt hat, dann irgendwann geheiratet. Also sind auch schon Ehen zustande gekommen über diese Dachterrassen-Connections. 88, alle Dachterrassenwohnungen waren in WG-Hand, haben wir eine gemeinsame Party gemacht. Das fand hier auf allen Dachterrassen statt, außer dem 20. Stock, den haben wir, glaube ich, als Radaupuffer freigehalten gehabt. Und es waren so über 500 Leute da. Und es passiert einem immer noch, dass irgendjemand, den man gar nicht kennt, ne, sagt, Mensch, langer Johann, da war doch mal die große Party. Da war ich auch. Echt? Ja, passiert immer noch. Ja, ja. Aber eigentlich waren wir ja zur Wohnungsbesichtigung im 21. Stock verabredet. Hallo, Herr Ullmann. Wir haben uns etwas verspätet, weil wir noch eine Stunde oder so. Wir hatten nämlich die Chance, im 26. auch zu drehen, deswegen. Seit wann wohnen Sie hier? Seit 2001. Dürfen wir reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Schön, total großzügig. Wollte damals keiner haben, außer mir. Wollte damals keiner haben? Ja. Wirklich? Ja. Ich wohnte im 4. Stock damals, unten. Ne? Und da habe ich festgestellt, da werden mehr oder weniger zwei große Wohnungen relativ billig angeboten. Und ich habe eigentlich brauchte Platz für meine Möbel. Sie sehen ja hier, die habe ich geerbt, die musste ich irgendwo unterbringen. Da habe ich mir gedacht, wenn das niemand will, dann sind die Leute schön dumm. Wow. Ja, das kann man hier sagen. Hier mache ich meinen Strom zum Beispiel. Für die ganze Wohnung? Für die Wohnung, ja, nicht die ganze. Zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder ein Staubsauger oder eine Waschmaschine. Das ist mein Eis. Eis? Ja, mach mal Eis. Das gekaufte Eis hat den Nachteil, dass sie da Stabilisatoren und Emulgatoren drin haben. Und das ist nicht gut. Christian Ullmann legt größten Wert auf Nachhaltigkeit. Sein ganzes Berufsleben war er Ingenieur bei Siemens. Jetzt genießt er seinen Ruhestand hoch über Erlangen. Na, natürlich ist es sehr praktisch, wenn man zum Beispiel hier einzieht, dann gibt es da unten einen Bereich, wo die anderen Leute was abstellen, was sie nicht mehr brauchen. Das kann man sich dann nehmen. Irgendwo habe ich noch irgendeine Nudelmaschine. Da ist noch hier. Das hier ist Sperme, das ist Sperme, das ist Sperme. Und das habe ich dann nachträglich reinbauen müssen. Leider haben irgendwelche Dödel die ursprüngliche Arbeitsplatte hier kaputt gemacht. Da musste ich eine neue machen. Mhm. Gleich mehrere Fundgruben gibt es im Langen Johann. Eine davon in einer Nische im Erdgeschoss. Ein grüner Flocati. Hinterm Haus soll es ja noch so eine Stelle geben. Hallo, grüß Gott. Da haben Sie gerade was entdeckt? Nee, das Fahrrad ist mein Keller. Aha. Baue ich jetzt alles ab, was ich noch brauchen kann, und dann den Rest schmeiße ich weg. Okay. Wie lange wohnen Sie denn hier schon? Das sind schon seit 99, also fast schon
Ja, fast 23, 24 Jahre schon. Eigentlich nur als Übergang gedacht, aber war das Billigste immer noch mit das Billigste. Die Nachbarn wechseln halt alle halbe Jahr manchmal, machen wir es wieder neue Nachbarn, manchmal sind es wieder lauter, dann wieder Musik. Da ist halt alles, das ist alles gemischt halt in diesem Haus. Ne? Ingenieure, Arbeitslose, Arbeiter, Hausmeister, alles Mögliche. Also die Mischung ist gut. Und was würden Sie sagen, ist das Besondere hier? Das Chaos. Das Chaos ist das Besondere. Es gibt auch manchmal Trouble, ja, aber das ist zwischen Nachbarn ganz normal. Wenn man vernünftig miteinander redet, finde ich, dann geht es auch. Sunny! Na, mein Baby! Das ist der Hund. Und der Albert. Man kennt sich halt so, ne? Wollen Sie uns Ihren Namen verraten? Einfach Thomas. Einfach der Thomas. Genau. Danke. Na, danke, mich. Tschüss. Danke, tschüss. Etagen weiter oben, bei 30 Grad im Schatten, gibt es selbstgemachtes Eis auf der Terrasse. Oft kommen zu Christian Ullmann Nachbarn zu Besuch. Heute ist es Alfred, gleiche Etage und bekennender Johannianer. Der Johann ist eben was anderes wie ein Haus. Man fühlt sich da immer wie in einer kleinen Stadt, wo man kurze Wege hat, wo man seine Nachbarn auch immer kennt. Es ist einfach so, man begegnet immer jemanden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals einmal runter wäre und hätte niemand getroffen. Ja, also es ist wesentlich interessanter als in so einem homogenen Einfamilienhausgebiet natürlich. Ich fühle mich ja wohl. Ja, es ist einfach zu leben hier. Es ist schön zu leben. Der lange Johann hat viel erlebt. Partys und Chaos, Freud und Leid, kommen und gehen. Wie das eben so ist. In einer vertikalen Kleinstadt.